Das Leben in einem Konzentrationslager war unglaublich schwierig. Nicht der Tod. Der Tod war das Finale. Der Schluss. Man spürte dann nichts mehr. Das ist die Geschichte von Sigmund Zwistak. Er wurde am 5.9.1924 geboren. Während der deutschen Besatzung kämpfte er zusammen mit seinem Vater und seinem älteren Bruder zunächst im Verband des bewaffneten Kampfes, der sich später der Heimatarmee anschloss. Er wurde zusammen mit seinem Vater und Bruder während des Warschauer Aufstands in das Übergangslager Pruschkow eingeliefert. Am 12.9.1944 wurden sie zusammen mit ca. 3600 Polen nach Dachau und später von dort nach Frankfurt in das KZ Katzbach-Adlerwerke deportiert. Es war der 5. September. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil es an meinem Geburtstag passiert. Die Deutschen haben mich zwischen dem Stadtteil Gruschow und Zelenka verhaftet. Sie haben alle aus den Häusern getrieben. Ich wollte mich irgendwo verstecken, um denen zu entrinnen, aber es war unmöglich. Sie haben alles genau durchkämmt. Sie haben uns zum Westbahnhof getrieben und von dort aus nach Pruschkow gebracht. Im Lager in Pruschkow habe ich meinen Vater und meinen Bruder wieder getroffen. Eines Tages haben sie uns dort befohlen, uns auszuziehen und nackt vor einem Tisch zu paradieren, hinter dem irgendein hoher SS-Mann saß. Im Lagerjargon nannten wir das Schwanzparade. Immer selbst unter den schlechtesten Bedingungen hat man versucht, den Humor zu bewahren. Wir mussten also der Reihe nach an diesem SS-Mann vorbeigehen, der mit seinem Daumen anzeigte, wer in welche Richtung gehen sollte. So wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt. Unsere Gruppe fuhr nach Frankfurt am Main. In ein Konzentrationslager. Unterwegs bekamen wir 3 Tage lang weder etwas zu trinken noch etwas zu essen. Schließlich haben sie uns aus diesen Waggons herausgeholt und zu Fuß zu den Adlerwerken getrieben. Wenn man in einen Konzentrationslager geriet, auch wenn man davor psychisch stabil und psychisch gesund war, ging man zugrunde. Die Deutschen verwandelten jede normale Person in ein Tier, indem sie stießen, schubsten, mal in die Nieren, mal auf den Kopf und wenig zu essen gaben. Es fehlt den Menschen schwer zu begreifen, dass wir dort geistig und seelisch zusammengebrochen sind. Alles ist uns dort geraubt, egal ob jemand vorher Universitätsprofessor oder Straßenkehrer war. Wir wurden alle gleich. Wir sahen sogar gleich aus. Wir waren Skelette mit verunzender Haut auf den Knochen. Auch unsere Gesichter sahen fast gleich aus, weil wir keine Haare hatten. Nur die Farbe unserer Augen ließ sich unterscheiden. Das war der einzige Unterschied. In den Adlerwerken habe ich in einer Dreherei gearbeitet, wo große Räder für Schützenpanzer produziert wurden. An meiner Maschine musste man beispielsweise alles präzise ausführen. Täglich musste man auf dieselbe Weise 12 Räder herstellen. Jede Stunde 1. Eines Tages hatte ich einen Arbeitsunfall.
Als ich ein Rad von der Maschine gehoben habe, bin ich umgefallen. Das Rad ist auf mich und ich bin mit dem Rücken auf die Maschine gefallen. Plötzlich konnte ich mich nicht mehr bewegen, als ob mir die Rippen gebrochen hätten. Ich habe geschnauft und gezittert, ohne mich zu beherrschen. Die Deutschen halfen mir aufzustehen. Weil ich wankte, haben sie mich ins Revier gebracht. Das Revier war quasi die Krankenstube. Der Unterschied zum Zustand davor bestand für mich darin, dass man dort nur 50% der Essensration bekam, weil man nicht arbeitete. Nach einer gewissen Zeit haben sie mich im Krankenlager Wachingen des NKZ Natzweiler gebracht. Wir wussten nie, wohin wir getrieben werden. Die Deutschen haben uns in Waggons gefesselt, 100 Personen pro Wagen. Unterwegs sind wir beschossen worden, auch Bomben sind auf uns gefallen. Als der Zug beschossen wurde, sind diejenigen, die an den Wendeling von Kugeln getroffen wurden. Zu mir ist keine Kugel durchgedrungen. Nach vielen Tagen erreichten wir schließlich Dachau. Als die SS-Männer den Waggon geöffnet haben, habe ich mich totgestellt. Sie begannen, die Leichen zu verladen, um sie ins Krematorium zu bringen. Auch mich haben sie auf den Leichenstolz geworfen. Als die Nacht kam, bin ich herausgekrochen und in die nächstgelegene Baracke gegangen. So ist es mir gelungen, mein Leben zu retten. Nachdem Sigmund Zwistak von Amerikanern befreit worden war, ging er nach Australien, wo er 44 Jahre lang ununterbrochen gearbeitet hat. Er hat eine Familie mit 3 Töchtern und einer Enkelin. In der katholischen Wochenschrift erfuhr er von dem Sammelgrab ehemaliger Gefangener aus dem KZ Katzbach. Er beschloss im September 1998, das Grab aufzusuchen. Am Grabstein fand er unter 518 Namen auch den Namen seines Bruders Tadeusz Zwistak.